die merkwürdigsten Geschichten über Rick Ross. Auch gehen wir auf die Behauptung ein, dass Rick Ross mehreren Geheimgesellschaften angehört. He is an Illuminati, I'm an Illuminati. Am 1. Mai 1776 soll Adam Weishaupt, ein Philosoph und Professor, diese Gesellschaft ins Leben gerufen haben. Die Shriners sind so etwas wie ein VIP-Club bei den Freimaurern. Sie berichtete von einer Party, zu der sie eingeladen wurde, in der Rick Ross auf einmal alle Leute aufgefordert hat, 666 zu chanten. Die am wenigsten Moral und Ethik haben, kommen am weitesten. Siehst du ja auch, weißt du, alle Leute, die ein bisschen Ethik und Moral haben und die nicht alles machen würden für Geld und Fame, die haben immer zu strugglen. Und gerade die Leute, die dann noch anfangen, über gute Dinge zu reden und eine gute Message nach außen zu tragen, die haben noch mehr Probleme. Das heißt, die Leute, denen ist halt bewusst, dass wenn die anfangen, den Teufel anzubeten und negative Sachen zu predigen, dass sie dann auf einmal mehr Erfolg haben, weißt du? 6-8, wir sind out of control, Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist wie immer alles gut. Liebe geht raus von der ganzen Love Gang auf Twitch zu der ganzen YouTube Gang auf YouTube. Ich küsse euer Herz. Danke für die lieben Kommentare immer. Danke vor allen Dingen auch für den Support. Unsere Community wird immer stronger. Wir wachsen und wachsen und wachsen jeden Tag. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert den Kanal. Jetzt gehen wir in ein weiteres interessantes Video rein und zwar von Flex Doku, die merkwürdigsten Geschichten über Rick Ross. Ricky Rose, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass der Bruder mal Beamter war. Der hat mal, glaube ich, als Beamter im Gefängnis gearbeitet. Was mich damals schon sehr schockiert hat, weil er ja eher so diesen Gangster-Rap-Film fährt. Das passt, hat für mich damals nicht so krass zusammengepasst. Mehr habe ich bis jetzt aber auch nicht gehört über ihn. Deswegen bin ich gespannt, was Flex Doku hier zusammengesammelt hat mal wieder. Wir gehen rein ins Video, Freunde. Enjoy it in, man, Alter. Let's go. Yo, Leute. Hoffe, alles okay bei euch. Alles fresh, mein Jutster. Ich hoffe, bei dir natürlich auch, Diggi. Geil, dass du wieder da bist, Bro. Die letzten Wochen ist kein Video gekommen, da ich 2 Wochen an einem Video gearbeitet habe, das man auf YouTube nicht veröffentlichen kann. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Da würde mich jetzt mal interessieren, was das für ein Video ist, was er da gemacht hat, was man auf YouTube nicht veröffentlichen kann. Das ist bestimmt eine miese Recherche, Diggi. So, zensier it in und dann hau raus, Bro. I like that, man. Ich werde schauen, ob ich es zensiert hochladen kann. Wenn nicht, werde ich in der nächsten Zeit auf Telegram oder Instagram einen Link posten, der zu einer Plattform führt, wo ihr es anschauen könnt. Auf jeden Fall gehen wir heute auf Rick Ross und die interessantesten und merkwürdigsten Geschichten über ihn. Das wurmt mich jetzt. Ich bin so neugierig. Ich will jetzt wissen, was das für ein Video ist. Zum Beispiel, wie Rick Ross seinen Namen von einem Dealer geklaut hat, der ihn letztendlich verklagt hat. Oder dass er mal ein Beamter war, der in einem Gefängnis gearbeitet hat. Guck mal. Krass, Digga. Ja, stimmt, Mann. Sein Name ist von einem Dealer. Ja, ja, das habe ich auch schon gehört. Er hat einfach im Jail gearbeitet. Guck mal. Crazy. Auch gehen wir auf die Behauptung ein, dass Rick Ross mehreren Geheimgesellschaften angehört und schauen uns ein paar Leute an, die diesen Gesellschaften angehören und die Rick Ross sozusagen exposed haben. Noch dazu gehen wir auf ein Model ein, das auf eine Party von Rick Ross eingeladen wurde, wo sehr fragwürdige Dinge stattgefunden haben. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert. Oder ich sag dir ehrlich, Amerika, der Film in Amerika ist halt so intensiv, das habe ich letztens auch wieder gesehen. Ich habe mir jetzt die letzten Tage ein paar Videos reingezogen über diese ganze Gender-Thematik, Transgender, LGBTQ, wie die Kinder indoktrinieren und so. Und dann habe ich mir ein paar Videos aus Amerika dazu reingezogen, das ist Next Level so. Also wenn ich mir das angucke, kann man schon echt froh sein, dass man noch in Deutschland lebt. Ich glaube halt, Deutschland und diese Länder sind, was das ganze Thema angeht, noch etwas konservativer, obwohl man auch nicht von ganz Amerika reden kann. Weil da gibt es auch sehr viele Konservative, von Bundesstaat zu Bundesstaat ist natürlich unterschiedlich, aber in L.A. zum Beispiel, da siehst du so viele Trannies und so rumlaufen aktuell, das ist sehr, 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 sehr wild. Also alles, was es gibt, ist in Amerika immer next level und immer bigger than life so. Und auch diese ganze Entwicklung mit was da abgeht mit diesem LGBTQ und so, das ist in Amerika nochmal viel stronger, Bro, und da kann man schon irgendwo dankbar sein, dass man noch nicht so tief in der Scheiße drin ist. Aber für jeden, der sich fragt, was eventuell damit passieren könnte, der sollte sich mal die Sachen in Amerika reinziehen. Das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr wild, Bro. Die Glocke. Danke im Voraus. He is an Illuminati. I'm an Illuminati. Lucifer is? Ja. Say that again. Lucifer is a pure, holy... Virtuous. Virtuous. Now, is he the Lucifer that God created? That's the same one. Basically, everybody there was chanting 666. This guy is telling us to all say 666. Diese Devil-Worship-Scheiße wird auch immer extremer, ne?
Wer war dabei, als wir uns das Video reingezogen haben mit dem einen Mädel da, wo die Christin eine Satanistin getroffen hat? Das hat schon, also da habe ich auch noch ein bisschen länger drüber nachgedacht und mir gedacht, so scheiße. Also die Welt geht aktuell in eine Richtung, die nicht schön ist. Und deswegen tue ich auch alles dafür, um dagegen zu arbeiten, mehr oder weniger. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, in aktuellen Zeiten gegen diese ganze teuflische Agenda, die gerade abgeht, zu kämpfen einfach so und dafür alles zu geben. So. William Leonard Robert II. Wurde in Clarksdale, Mississippi geboren und wuchs in Carroll City, Florida auf. Nach seinem Abschluss an der High School besuchte er mit einem Football-Stipendium die Albany State University. Rick Ross hieß nicht immer Rick Ross. Er debütierte Ende der 90er Jahre unter dem Namen Teflon the Don. Mitte der 2000er Jahre änderte er seinen Namen in Rick Ross um. Seinen Künstlernamen leitete er vom ehemaligen Drogenboss Freeway Ricky Ross ab, von dem er 2010 wegen Aneignung seines Namens verklagt wurde. Krass. Der echte Rick Ross berichtete davon, wie sein Anwalt eines Tages zu ihm kam und ihm gesagt hat, dass Universal ihm 50 Millionen Dollar wegen dem Namen schuldet. Er sagte ihm, er soll das Geld klar machen. Doch am Ende hat der echte Rick Ross nicht nur die Gerichtsverhandlung verloren, sondern musste noch 1,5 Millionen Dollar Rechnung an Anwälte zahlen. Ach du Scheiße. Obwohl das kalifornische Gericht zugestimmt hat, dass Rick Ross Name und Persönlichkeit vom Leben von Ricky Ross inspiriert wurde, entschied der Richter, dass der Rapper ein originales Werk geschaffen hat. Im Gerichtsurteil hieß es, William Roberts schuf mit dem Namen Rick Ross eine Promi-Identität eines Kokainbosses, der zum Rapper wurde. Er war nicht nur ein Betrüger, der ausschließlich vom Namen und Ruf von Rick Ross profitieren wollte. Der hat quasi den Film von dem echten Rick Ross genommen und den in Rap-Musik verpackt, oder was? War aber selber gar nicht der Guy, oder was? Er machte vielmehr Musik aus fiktiven Geschichten über Drogenhandel. Doch das war nicht das erste Mal. Ich sag dir ehrlich, seine Musik hier und da fand ich schon geil, Digga. Every day I'm hustling. Da gibt's schon krass, also Ricky Rose hat schon krasse Songs gemacht, ne? Maybach-Musik. Dass man versucht hatte, Rick Ross zu exposen. Im Juli 2008 legte die Internetseite The Smoking Gun Details vor, die Rick Ross Sozialversicherungsnummer mit einer Tätigkeit als Justizvollzugsbeamter in South Florida in Verbindung brachten. Zusammen mit einem erstmals vom Mediatheken. Das erinnert mich an Deutschrap, Bro. Da gibt es ja auch einige Kandidaten, die einfach nur Geschichten erzählen, die sie gar nicht selber erlebt haben, oder? Dort veröffentlichte ein Foto, auf dem Rick Ross in seiner Justizvollzugsbeamtenuniform zu sehen war. Zuerst wollte er nicht zugeben, dass diese Behauptungen stimmen. Doch mittlerweile hat er sich damit abgefunden, dass diese Information über sein Leben veröffentlicht wurde. Rick Ross war vor etwa einem Jahr zu Gast im Full Send Podcast und sprach offen über das habe ich mir reingezogen. Eine Tätigkeit als Justizvollzugsbeamter. Were you a correctional officer at one point? I was, yeah. So going all the way back, when was that? How long ago? Maybe when I was 20. 20 years old? Yeah. What kind of people were in there? You know, I didn't really get to make it to the prison. Mm-hmm. Because you got to go through training and all that, and I didn't last long. Right. I may have lasted 4 months. Right. Before they said, you know. Yeah. Okay, der hat 4 Monate da gearbeitet. Das war nicht das erste Mal, dass Rick Ross versucht. Ich meine, es gibt ja einige, also viele, viele Rapper und viele Karrieren sind auf Fake-Image aufgebaut. Ne? Der ist ja jetzt nicht der Einzige, so. Muss man ganz klar so sagen, wie es ist. Hat sich als jemand auszugeben, der er nicht ist. Im Jahr 2010 hat er mit Jay-Z den Track Freemason, also Freimaurer, veröffentlicht. Der Track, den die beiden... Das ist halt jetzt so eine Sache, why? What the fuck? ...veröffentlicht haben, hat sehr interessante Lyrics, die suggerieren sollen, dass Rick Ross ein Freimaurer ist. Lasst uns mal kurz darauf eingehen, wer diese Freimaurer sein sollen. Die Wurzeln der Freimaurerei reichen angeblich bis in die Zeit des Baus des Salomonischen Tempels vor rund 3000 Jahren zurück. Die moderne Freimaurerei entstand 1717 in England, mit der Gründung der ersten Großloge in London. Es gibt viele Geschichten darüber, warum Maurer existieren und was ihre Aufgaben sind. Die offizielle Version besagt, dass sie in dieser Bruderschaft persönliche Entwicklung, Gemeinschaft, Wohltätigkeit, Brüderlichkeit sowie geistige und intellektuelle Weiterentwicklung fördern. Es gibt jedoch auch Theorien, die etwas krasser sind. Angeblich spielen Maurer in jedem Bereich der Gesellschaft eine Rolle. Er nennt die einfach Maurer, Digga. Der zensiert immer extrem viel, ne, der Flex. Da ist er auf der sicheren Seite, der Jutze. In der Politik, im Gerichtswesen oder an anderen Orten mit Einfluss. Es wird behauptet, dass sie in vielen Führungspositionen vertreten sind und politische Entscheidungen beeinflussen können, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Von den 46 US-Präsidenten. Ich glaube, da gibt es halt extrem viele Unterschiede bei Freimaurern, weißt du? Es gibt, glaube ich, Logen, die einfach
wirklich so eine Art Bruderschaft sind, wo nicht viel passiert, wo auch nicht viel gesteuert wird. Aber ich glaube, es gibt auch Logen, wo einfach sehr wichtige Persönlichkeiten in einer Loge sind, aus Politik, aus Medien, aus Justiz und so, und die dann schon die ein oder anderen Dinge steuern können. Aber ich glaube, die wirklich mächtigen Logen sind uns nicht bekannt. Da kennen wir die Namen auch nicht. Ich glaube, Freimaurerei wurde irgendwann einfach so freigegeben und dann hat man gesagt, ja komm, scheiß drauf, das müssen wir jetzt auch nicht mehr geheim halten, weil jeder eh davon Bescheid weiß. Ich glaube, heutzutage ist das gar nicht mehr so ein krasses Ding, wie es mal war. Aber was man dazu sagen muss, ist, dass es damals, wo ich zum Beispiel noch Jugendlicher war, junger Erwachsener war so, war Freimaurerei so eine Verschwörungstheorie. Also da haben Leute gar nicht richtig dran geglaubt. Ach, Freimaurer und so. Ist aber immer offizieller geworden. Also ich glaube, das hat so ein bisschen umgeschiftet so. Ich glaube, die wirklich mächtigen Logen, die Namen kennen wir gar nicht. Waren mindestens 14 Mitglieder. Und viele behaupten, es wären noch viel mehr. Aufgrund begrenzter Informationen und Geheimhaltung kann keine genaue Anzahl genannt werden, da es viele Personen gibt, die nicht möchten, dass ihre Mitgliedschaft bekannt wird. Ein Maurer darf selber zugeben, dass er einer ist, aber andere dürfen nicht offenlegen, dass jemand dazugehört. Doch Rick Ross soll nicht nur ein Freimaurer sein, sondern auch Mitglied der Illuminaten. Was? Oh shit. Sachen geheim gesagt. Illuminaten, das ist auch so eine Sache, Dicker. Illuminaten, also ich habe auch schon mal davon gehört, dass es auch ein Bund sein soll, aber viele Leute benutzen das Wort Illuminaten ja einfach als Überbegriff für diese ganzen Logen, die im Geheimen agieren quasi so. Ne? Offiziell gibt es die Illuminaten ja gar nicht mehr, glaube ich. Glaube ich auf jeden Fall. Also da mal so richtig reinzusteigen in diese ganzen Logengeschichten, das wäre auch nochmal interessant. Boogie und Belasch hatten doch mal einen Gast, der, glaube ich, auch mal Freimaurer war und der so ein bisschen Insights gegeben hat von dieser ganzen Logengeschichte. Das könnte man sich mal hier im Stream mal reinziehen. Ich fand das schon sehr interessant auf jeden Fall. Nochmal eine Stufe höher, als die Freimaurer sein soll. Und diese Gesellschaft wurde sogar in Bayern gegründet. Am 1. Mai 1776 soll Adam Weishaupt, ein Philosoph und Professor, diese Gesellschaft ins Leben gerufen haben. Der Orden hatte angeblich das Ziel, Aufklärung, Vernunft und gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern. Leute sagen ja auch, dass das quasi die Ursprünge eigentlich die Templer waren von diesen ganzen, von den Illuminaten, ne? Von diesen Logengeschichten. Ich kenne mich da jetzt echt nicht so aus. Ich weiß nur, dass man da vorsichtig sein muss und dass man da, wenn man wirklich darüber reden möchte, schon mies recherchieren muss, damit man diese ganzen Logen und diese ganzen Geschichten versteht. Weißt du? Allerdings gab es aufgrund von Kritik und verschiedenen Theorien, die besagten, dass sie eine geheime Weltregierung anstrebten und die bestehende Regierung stürzen wollten, Probleme. Im Jahr 1785 wurde der Orden vom bayerischen Kurfürstentum verboten. Dennoch behaupten viele, dass sie bis heute noch existieren. Auf jeden Fall hat Rick Ross eine Zeit lang versucht anzudeuten, dass er ein Teil dieser Gesellschaften ist. Freemason, Freelancer, Free Agents, we faster. Doch Rick Ross zeigt uns, warum man nicht direkt alles glauben sollte, was irgendwelche Rapper behaupten. Es gibt viele Leute, die alles wegen ein bisschen Fame sagen. Kurze Zeit später haben ein paar echte Freimaurer nachgeforscht und haben niemanden mit dem Namen William Roberts gefunden. Sie haben in einem Statement... Es ist halt so, dass viele Leute auch mit dem Scheiß einfach flexen so, ne? Die hören das irgendwo und die hören dann, okay, Geheimgesellschaften, die haben viel unter Kontrolle und dann nehmen irgendwelche Rapper das und sagen, ich gehöre dazu, damit die halt damit flexen, angeben so ein bisschen, weißt du? Ich bin sicher, dass der ein oder andere Rapper gerade in den Staaten auf jeden Fall mit dubiosen Geschichten zu tun hat und eventuell auch involviert ist, aber ich glaube, die meisten werden eh nur genutzt von diesen Leuten und ich kann mir auch vorstellen, dass es einige gibt, die das einfach so dumm einfach rappen, weißt du? Genauso wie die das in Deutschland ja auch dann übernommen haben und dann diese Zeichen gemacht haben, Dreieck, Maieck, Auge, dies, das, bla bla bla. Das ist halt so ein Flex geworden, irgendwann in der Szene. Mal deutlich gemacht, dass Rick Ross keiner von ihnen ist. Und wenn er kein Maurer ist, kann er auch keinen anderen Geheimgesellschaften angehören. Bei den Geheimgesellschaften ist das so, dass man für die meisten zuerst mal ein Maurer sein muss, bevor man anderen Geheimgesellschaften wie Skull and Bones, den Shrinern und so weiter beitreten kann. Ja, das ist krass. Okay, Freimaurer ist quasi so der erste Dings. Und man kann auch innerhalb der Freimaurer extrem aufsteigen. Und dann gibt es da bestimmt auch die ein oder anderen Geheimlogen, wo mehr passiert als das, was uns erzählt wird über die Freimaurerei. Und dass man von da auch in andere Logen reinkommen kann und so, das glaube ich auch. Auch wurde Rick Ross noch einmal persönlich von ihnen gefragt. I want to know, on the song Freemason, was that a Masonic song for the brothers out here? It was just a record that was for people who understood it, you know what I'm saying, and love music at the same time. You know what I'm saying? Okay, are you? You know, no. Okay. Was war das denn für eine Antwort, Digga? You know, no. He's not even a Mason, he can't be in the Illuminati. So before any of us can say anything about Illuminati or Masonry, you have to know about that.
But if he's not a Mason, he can't be an Illuminati. Das sieht aber, die Jungs sehen jetzt nicht wirklich vertrauenswürdig aus. Die sehen eher aus, als ob die auf irgendwelchen Substanzen einfach irgendeinen Film schieben, ja? Same way, if you're not a Skull, if you're a Skull and Bones, you gotta go through Mason. Skull and Bones, du musst doch dafür in der Uni sein. Das ist doch eine Bruderschaft von der Uni, oder? Skull and Bones. Ist das nicht Harvard-Shit? Oder Yale? Ich weiß gar nicht genau. Man vermischt halt viel bei diesen ganzen Geschichten. Das ist auch nicht so einfach, das aufzuschlüsseln. Deswegen schwierig. Leute, da wir gerade bei der Freimaurerei sind, lass uns mal auf einen Schreiner eingehen, der ein paar sehr interessante Sachen gesagt hat. Die Schreiner sind so etwas wie ein VIP-Club bei den Freimaurern. Jeder 33 Grad Freimaurer kann Schreiner werden. Shrine it in, man, Alter, krass. Schreiner habe ich noch nie gehört. Einfach Freimaurer und danach wirst du Schreiner, Digga. Das sind alles diese handwerklichen Berufe, wa? Was ein Schreiner zum Thema Lucifer, also dem Teufel, sagt und wie er ihn definiert. Dieses Thema wurde uns in einem Jay-Z-Video auch schon mal vom Professor Dr. Walter Veit erklärt. Und zwar, dass dem Freimaurern in den höchsten Graden gesagt... Professor Dr. wie? Auch schon mal vom Professor Dr. Walter Veit erklärt. Und zwar, dass dem Freimaurern in den höchsten Graden gesagt wird, dass sie Lucifer anbeten und dienen. Lucifer. Okay, define Lucifer for me. Pure, virtuous, wholesome, innocent individual that's out to help people. Lucifer. To help people, bro. Chris, say that again. Lucifer is a pure, holy, bro. Virtuous. Virtuous. Now, is he the Lucifer that God created? That's the same one. Oh, man, this is great. I'm going to put this on the internet. God bless you, Amen. Brother. Because that's exactly what the Shriners and Masons teach, is that Lucifer is light. See, this is what a Mason confesses, is that Lucifer is light. Die beten die andere Seite an, ja? Das ist krank. Kommen wir zu dem Thema Teufelsanbetung und Rick Ross. Vor ein paar Jahren hat ein Model namens Nikki, die zu einer Party von Rick Ross eingeladen wurde, ein paar komische Sachen behauptet. Sie berichtete von einer Party, zu der sie eingeladen wurde, in der Rick Ross auf einmal alle Leute aufgefordert hat, 666 zu chanten. Digga, die nutzen den Scheiß halt, weil die merken, das ist auch, ich glaube, wenn du anfängst, den Teufel zu worshipen, dann hast du auf einmal Erfolg, Digi. Der sieht es halt gerne, weißt du, wie ich meine, so? Das ist genauso, wie wenn du teuflische Dinge tust und über Leichen gehst und so. Die Leute, die am wenigsten Moral und Ethik haben, kommen am weitesten. Siehst du ja auch, weißt du? Alle Leute, die ein bisschen Ethik und Moral haben und die nicht alles machen würden für Geld und Fame, die haben immer zu strugglen. Und gerade die Leute, die dann noch anfangen, über gute Dinge zu reden und eine gute Message nach außen zu tragen, die haben noch mehr Probleme. Das heißt, die Leute, denen ist halt bewusst, dass wenn die anfangen, den Teufel anzubeten und negative Sachen zu predigen, dass sie dann auf einmal mehr Erfolg haben, weißt du? Und dass alles auf einmal besser läuft und so. Und dann tun die das einfach, weil das deren ultimatives Ziel ist, einfach nur Geld, Fame, Macht und diese ganzen Geschichten. Aber die verstehen halt nicht, dass das mit deiner Seele was Ekelhaftes macht. So. Und ich will doch lieber Glückseligkeit als Geld und Fame, weißt du? 666 ist die Zahl des Teufels. Die Frage ist hier, warum fordert man Leute auf einer Party 666 zu sagen? Immer wieder berichten Menschen, die mit Satanismus und ähnlichen Dingen zu tun haben, dass es oft darum geht, Menschen dazu zu bringen, den Teufel anzubeten und nicht immer um die eigene Seele. Es gibt eine sehr interessante Szene mit Bob Dylan, die wir uns schon mal in einem anderen Video näher angeschaut haben. Er wurde gefragt, warum er trotz seinen Erfolgen und dem ganzen Geld, das er hat, weiter Musik macht. Er sagte, dass er einen Deal mit dem Teufel hat und die Bedingung des Deals war, dass er weiterhin Musik machen muss. Bestimmt fragen sich viele, warum es ein Teil eines Deals sein soll, dass jemand weiter Musik machen soll. Manche Musik, wie zum Beispiel Rock, ist in Amerika als The Devil's Music bekannt, also die Musik des Teufels. Die Musik verherrlicht oft Todsünden und bringt Menschen dazu, den gleichen Weg einzuschlagen. Sowas ähnliches behauptet auch Crunchy Black von 36 Mafia. In einem Gespräch, in dem es über den Teufel ging, wurde über das Thema Seele verkaufen gesprochen. Er sagte, er habe seine Seele nicht verkauft, aber es geht nicht immer darum, seine eigene Seele zu verkaufen. Es geht darum, andere Menschen dazu zu bringen, den Teufel anzubeten. Wait a second. So wait a second. Say that again. What happened here? Der benutzt die halt als Werkzeug, um das diese Message an so viele Leute wie möglich zu verteilen. So. Basically, everybody there was chanting 666. This guy is telling us to all say 666, and I'm like, nobody finds that strange. Not even. Do people even know what this means? Like, right. I'm looking around. I guess it just went way over people's heads. If you don't know what that means, of course you want to start chanting it. Crank, bro. That was the last. That was it. I was like,
Stell dir vor, du bist auf einer Party, Dicker, und auf einmal ist da ein Rapper und der sagt, schreiben wir alles 666, so. Fuck. Everybody's just on the set chanting 666. Bro, ich bin mittlerweile so auf dieser guten Seite, dass ich sogar merke bei Leuten, die nur ein bisschen teuflische Energie in sich tragen oder Dinge tun, die nicht nice sind und die nicht Gott nicht gefallen würde, dann halte ich einen ganz weiten Abstand davon. Wer noch eine extra Geschichte über Rick Ross und dieses Bild hier will, soll sich mein Video über P. Diddy anschauen. Was denkt ihr über dieses Thema? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Crazy, Mann. Crazy, 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 crazy. Haben wir uns mal reingezogen, meine lieben Freunde, Ricky Rose. Also, ja, schon komische Geschichten auf jeden Fall. Und man weiß halt nie, was da dran ist. Aber auf jeden Fall kann ich mir gut vorstellen, dass die ein oder anderen JungsInnen aus den Staaten den Teufel anbeten und es geil finden und damit flexen und dann Geld machen und cool und dies, das, bla, bla, bla. Ja, Digga, ist halt, wie es ist. YouTube, eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich küsse euer Herz. Danke fürs Zuschauen. Liebe geht raus an die Gang. Wir sehen uns. Peace.